Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina und ich zeige euch hier, was ich in den letzten, glaube ich, ungefähr so 5 Wochen oder so, oder 6, seit dem letzten Video, alles so gestrickt, genäht, gestickt, ja, das ist, glaube ich, alles. Und nein, noch gedruckt habe. Genau, ich habe also ganz viele verschiedene Sachen, die ich euch heute zeigen kann. Und ja, es ist auch eine lange Zeit, also da kann natürlich so einiges entstehen. Es war jetzt gar nicht beabsichtigt, irgendeine Sommerpause oder so einzulegen, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Es war einfach immer so viel anderes los. Ich war teilweise auch zwischendurch wieder ein paar Tage weg und ja, es war einfach keine Zeit da, um ein Video aufzunehmen. Und ja, jetzt aber heute schon. Und ich habe gedacht, ich sitze wieder mal draußen im Garten. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht allzu laut sind. Vor allem für die, die mit Kopfhörer hören. Ja, aber ich wollte jetzt wieder mal draußen aufnehmen, wenn es schon so schönes Wetter ist und jetzt nicht heiß. Also es ist eigentlich eher kühl. Jetzt morgens ist noch relativ früh und soll aber heute, glaube ich, 30 Grad werden. Aber jetzt da im T-Shirt zu sitzen, wäre eindeutig zu kühl. Drum habe ich meine Jacke angezogen. Die habe ich euch im letzten Video fertig gezeigt. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, also das ist der Ella Cardigan von Lene Holme oder Holme Samsö oder so irgendwie, aber ich habe euch das alles im letzten Video genau erklärt zu dieser Jacke, auch zu der Wolle, die ich dafür bekommen habe, zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und die Wolle, die ist von, ich glaube, ich habe irgendwo, ja, die finde ich jetzt natürlich gerade nicht bei diesen vielen Sachen, die da um mich herum liegen. Irgendwo habe ich noch eine Banderole, aber wo? Toll! Vielleicht hier. Nein, also ich finde sie jetzt gerade nicht, aber die Wolle ist von Herr von Strick. Und ja, ich habe eben alles darüber im letzten Video erzählt, aber da habe ich die Jacke nicht getragen, weil es nämlich viel zu warm war. Und jetzt kann ich sie euch ja noch ganz zeigen. So schaut die aus. Ist also richtig gut geworden, wie ich finde. Ja, und halt so richtig schön angenehme, kratzige Wolle. Nein, also nicht so schlimm, aber schon kratzig. Für mich aber richtig gut, wie ihr ja wisst. Ja, dann habe ich eben einiges gestrickt. Jetzt also von meinen Pullis, die ihr schon kennt, ist leider keiner fertig geworden. Nur so kleine Stricksachen sind fertig geworden, die zeige ich euch ein bisschen später. Zuerst möchte ich euch diesen Pulli hier zeigen, an dem ich stricke. Und zwar ist das, ich habe also heute überall die Anleitungen dabei und ich werde euch einfach die Anleitungen in die Kamera halten, weil ich nämlich meinen Laptop gerade nicht habe, der ist gerade in der Reparatur und mit dem Handy da alles, also ich mache hier normalerweise immer einen Blogbeitrag, in dem ich alles verlinke, was ich euch im Video zeige und worüber ich rede und so, und das gibt es leider heute nicht. Weil ich, das kann ich nicht am Handy machen, also will ich auch nicht, weil das dauert ja dann ewig. Nein, also jetzt müsst ihr heute einfach mal mit, nur mit den Anleitungen vorlieb nehmen und ihr kriegt leider keine Links. Aber ihr könnt euch ja das dann selber raussuchen, wenn ihr eben die Anleitung habt, gesehen habt. So, jetzt habe ich noch die vorderste Seite gefunden. Das ist also der Knus Light. So schaut die Anleitung aus und von Elisabeth
Judith. So, ich hoffe, ihr konntet das richtig erkennen. So, also mein Pulli ist jetzt soweit. So, also wie ihr seht, ist der Körper fertig gestrickt und ein Ärmel ist soweit jetzt. Ich habe, wusste ja nicht so genau, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie lang meine Ärmel werden. Also ich glaube, ich hätte genug Wolle, um lange Ärmel zu stricken. Wahrscheinlich werde ich lange Ärmel stricken oder ich stricke sie jetzt nur noch ein kleines bisschen länger. Jetzt gehen sie gerade so über den Ellbogen. Das wäre halt auch eine schöne Länge. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also ich muss den Pulli nochmals tragen, also halt anprobieren und schauen, weil er ist doch relativ dünn. Also so richtig warm, würde ich sagen, gibt er nicht. Also darum würden eigentlich solche Ärmel in dieser Länge schon auch Sinn machen. Und schön aussehen würde das auf jeden Fall. Aber ja, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Und andererseits, wenn ich die Ärmel lang stricken würde, dann hätte ich einfach die ganze Wolle aufgebraucht und keine Reste mehr davon. Das wäre ja auch mal gut. Ich habe da oben ein Bündchen noch angestrickt. Also man hat quasi die Option, man fängt eigentlich hier an und man könnte auch einfach das oben so lassen, wie das war vorher. Das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Der Ausschnitt hat sich dann so ein bisschen gerollt, aber nur ein bisschen. Und jetzt für so eine Kurzarm-Variante hätte mir das sehr gut gefallen. Aber jetzt, wo ich denke, dass ich eben mindestens Dreiviertelarm oder halt sogar Langarm stricke, wollte ich lieber ein Bündchen oben haben, weil es dann halt etwas weiter hochkommt. Sonst wäre der Ausschnitt also jetzt nicht sehr weit, aber für so ein Pulli, der jetzt nicht gerade, den man jetzt nicht gerade nur im Sommer tragen möchte, möchte ich lieber den Halsausschnitt etwas weiter hoch haben, weil ich sonst dann immer friere. Darum habe ich eben noch ein Bündchen angestrickt, einfach zwei rechts, zwei links habe ich das gestrickt und ich habe einen dehnbaren, also dehnbar abgekettet, weil ich habe zuerst ganz normal abgekettet und habe ich das gar nicht über den Kopf gekriegt. Das Garn hier ist eben irgendwie nicht dehnbar. Es ist eine Mischung. Ich kann euch gerade eine Banderole zeigen. Es ist die Alva Silk von Schachenmeier. Und die hat eine Zusammensetzung von da 50% Wolle, 25% Seide und 25% Baumwolle. Es sind 50 Gramm Knäuel und die haben 230 Meter. Ist also eher eben eine dünne Wolle. Ich verstricke sie mit 3,5 Nadeln und es gibt eigentlich, finde ich, ein schönes Maschenbild so, aber es ist eben eher, ich glaube einfach, der gibt nicht allzu warm. Habe ich so das Gefühl. Aber mal schauen, ich muss ihn jetzt nochmals anprobieren und dann kann ich mich endlich entscheiden, wie lang die Ärmel werden, weil den möchte ich eigentlich dann schon mal fertig haben. Hier da habe ich die süßen Zwerge als Maschenstopper drin, für mich übrigens, weil da ja so ein Thema war, ob das jetzt Weihnachtswichtel sind oder was das ist. Aber für mich, ich habe ja die jetzt doppelt, also vier Stück davon, weil ich die nämlich vorher selber schon hatte. Und ich habe die ehrlich gesagt gar nie als Weihnachtswichtel oder so angeschaut. Also für mich sind das einfach so süße kleine Zwerge. Ja, ich habe von der Wolle habe ich 6 Knäuel insgesamt und ja, eben ich denke, es würde gerade so reichen für einen Langarmpulli, aber halt gerade so. Er ist jetzt auch nicht, weiß nicht wie lange, aber so, dass die Länge für mich doch gut geht. Nicht zu kurz.
Ja, daran habe ich also einiges gestrickt. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich letztes Mal war. Irgendwo am Körper, aber weiß ich nicht mehr. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Für mich passt die Maschenprobe genau. Ich habe eben 3,5 Nadeln. Die Maschenprobe sind 25 Maschen. Und ich glaube sogar auch in der Höhe passt es. Genau, ich habe mir das nämlich wegen den Mustern, man muss sich ja dann ein bisschen überlegen, möchte man noch ein ganzes Muster, irgendeines, das da drin ist, noch mehr stricken wegen der Länge. Ich habe es auch länger gestrickt, als in der Anleitung drin war. Und darum habe ich mir wirklich die Maschenprobe auch in der Länge angeschaut. Normal mache ich das gar nie. Aber das sind genau 32 Runden, genau gleich wie in der Anleitung. Ja, noch die Größe. Ich stricke Größe 5. Weiß ich jetzt natürlich jetzt nicht, was das ist, ob das da irgendwo steht. Sehe ich jetzt gerade nicht. Also irgend so eine mittlere Größe. Es gibt insgesamt 9 Größen. Ja, und es wird halt so ungefähr eine L sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann habe ich auch weiter gestrickt. Ein bisschen, nicht weiß nicht wie viel, an dem Pulli hier. Also dem ist ja eigentlich ein Kurzarmpulli von Petite Knit, das Anchor Tee. Kennt ihr sicher alle. Das wird ja ganz häufig gestrickt. Also, und ich komme da einfach nicht so vorwärts, weil es mich irgendwie nicht so richtig packt. Obwohl, ich glaube, das wird dann schon zum Tragen ist das wahrscheinlich sehr angenehm. Ich glaube, das letzte Mal war ich gerade hier, wo das Muster in der Passe fertig war. Dann strickt man hier noch Raglan-Zunahmen. Und ja, dann habe ich halt einfach am Körper noch einiges, also nicht einiges, am Körper ein bisschen gestrickt. Und ehrlich gesagt, ich habe nämlich, muss ich jetzt gerade schauen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, doch, es ist jetzt schon so lange her, dass ich daran gestrickt habe, aber ich habe verkürzte Reihen gemacht, die eigentlich in der Anleitung ja gar nicht drin enthalten sind. Weil hinten, das hier ist hinten ist es nämlich länger als vorne. Und zwar habe ich die verkürzten Reihen eben dann da unten in der Passe gemacht, wo das Muster dann fertig war. Wahrscheinlich habe ich euch im letzten Video auch davon erzählt, glaube ich eigentlich, wie ich die gemacht habe. Ja, das habe ich, weil da stimmt, da ging es nämlich darum, wie man das macht, quasi, wenn man verkürzte Reihen strickt, strickt man ja immer hin und her und wendet wieder. Da macht man so Wendemaschen, also Doppelmaschen. Und wie strickt man die letzte Doppelmasche ab, damit da kein Loch gibt? Das war das Thema im letzten Video. Und das habe ich nämlich noch nicht gemacht gehabt. Aber ich war, jetzt weiß ich, wie weit ich war. Ich war nämlich genau da, wo ich die verkürzten Reihen fertig gestrickt hatte. Und dann habt ihr mir in den Kommentaren wirklich ganz viele Tipps dazu gegeben, wie man die abstricken kann, dass es eben kein Loch gibt. Wenn man die ganz normal abstrickt, dann gibt es eben ein Loch. Und zwar, ja, ich habe mir nämlich hier alles aufgeschrieben, was ich da jetzt verändert habe. Aber zuerst zu diesem, das habe ich mir nämlich hier auch aufgeschrieben. Und jetzt ist es halt eben leider so, dass ich euch nichts verlinke heute. Aber ich habe mir ja das auch selber alles rausgesucht. Das könntet ihr euch auch raussuchen, weil es gibt da nämlich so Anleitungsvideo dazu. Und das, was ich mir dann angeschaut habe, das ist von Regina Nössmer. Und ich habe es mir halt auf YouTube abgespeichert.
Ich kann mal schauen, vielleicht kann ich das unter dem Video irgendwie verlinken, aber ich weiß nicht, ob ich das mit dem Handy kann. Ansonsten schreibe ich einfach hin, wie das Video heißt. Halt irgendwie, ja, die letzte verkürzte Reihe, die letzte Doppelmasche abstricken oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe es auf jeden Fall nach dieser Anleitung von Regina Mössmer gemacht. Und es gibt auch ein Buch, das wurde mir auch empfohlen, das heißt Die Wundertüte der Stricktipps und ist von Patty Lyons. Und so glaube ich, wie das da drin beschrieben ist, ist genau die gleiche Variante, wie da Regina Mössmer macht. Und wer das auch in einem Video oder in einer Anleitung, aber das weiß ich jetzt nicht, weil da habe ich nicht nachgeschaut, aber Anke Strick, sie hat auch ein Video Tutorial dazu, wie man diese Doppelmasche abstrickt. Und ich glaube eigentlich, dass das die gleiche Art ist, eben diese hier da von Patty Lyons. Auf jeden Fall habe ich das jetzt so gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Aber ich habe mir das hier einfach aufgeschrieben für mich. Wo kann ich das nachschauen? Weil das alles jetzt so aufschreiben ist etwas kompliziert. Aber zum Stricken ist da nicht kompliziert, aber ich weiß es jetzt schon nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Also nicht ganz genau. Jemand hat mir geschrieben, dass sie das so löst, nach dem Abstricken der letzten Doppelmasche deren hintere Hälfte mit der nächsten Masche zusammenstricken. Also das ist ja dann eigentlich wie verschränkt zusammenstricken. Ich habe es aber nicht so gemacht, sondern eben so nach der Anleitung von Regina Mössmer. Und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, verkürzte Reihen habe ich viermal hin und her gestrickt. Und die erste Reihe habe ich bis zwei Maschen über den Vorderteilmarker gestrickt. Und dann habe ich wieder gewendet und dann auf der anderen Seite gleich und dann immer zwei Maschen darüber hinausgestrickt. Also weiter gestrickt, diese Doppelmasche abstricken, zwei Maschen weiter und dann wieder zurück. Und das habe ich eben viermal gemacht und ich habe dann die Zunahmen, die Raglan-Zunahmen hier unten habe ich eben auch schon gestrickt während der verkürzten Reihen. Darum habe ich bis zum Vorderteil, also über die Raglan-Zunahme vom Vorderteil gestrickt, damit ich eben dann alle Zunahmen überall gleich machen kann. Was ich auch anders gemacht habe, ich habe einfach das erste Segment aus der Anleitung weggelassen und erst mit dem zweiten begonnen, also mit der Maschenzahl, die man dann beim zweiten Segment hat, weil mir das hier nicht gefällt, dass das da so extrem hoch beim Halsausschnitt da so hoch hingeht, als das. Und halt vorne und hinten, also wie ich richtig, ja, einfach sehr anliegend ist da. Das gefällt mir nicht und das trage ich dann auch nicht gerne so. Habe ich noch die Nadelstärke? Ich glaube, Nadelstärke 3 müsste das sein. Ja, stricke mit Nadelstärke 3. Ich habe 27 Maschen als Maschenprobe und ich stricke die Größe XL. Und die wird dann ein bisschen kleiner, weil eben die Maschenprobe nicht ganz stimmt. Ich glaube, es wären 28 in der Anleitung. Das ist das Garn, das ich verwende. Die Thünline. Hat irgendwas. Irgendein Tropfen kam hier. Ich überlege mir jetzt nicht, was das war, weil Regen ist ganz sicher nirgendwo in Sicht. Mein Gott. Also, Sandnesgarn, die Thünline, ist 53%
Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Und das sind 220 Meter auf 50 Gramm. Also auch dünn und viel dünner eigentlich als die vom Knus Light. Also fühlt sie sich an, obwohl die andere wäre eigentlich, hat ja noch mehr Laufmeter. Und es gibt halt so, es wird wirklich sehr angenehm, glaube ich, wäre das zum Tragen. Aber ja, es ist nicht so, wie soll ich sagen, es gibt halt solche Projekte, die packen einem so richtig und dann, das gehört eben leider nicht dazu. Weiß auch nicht warum, aber so ist es manchmal. Und ich denke, dass es halt erst auf nächstes Frühjahr wahrscheinlich dann fertig wird. Aber mal schauen. Manchmal bin ich froh um einfach so glatt rechts rundherum Gestricke. Das brauche ich, also wenn ich halt irgendwo hingehe oder so, finde ich das praktisch. Aber jetzt hatte ich so viel anderes, dass ich so gemacht habe, dass ich jetzt einfach daran gar nicht weitergemacht habe. Und das zeige ich euch später, aber jetzt zuerst noch etwas, das ich neu angeschlagen habe und auch nur rechts rundherum gestricke ist. Aber das hat mich dann schon eher gepackt. Zuerst die Anleitung. Da habe ich dieses Buch von Martina Behm, Strick mich, Originale. Aber diese Anleitungen aus dem Buch, die gibt es auch auf Ravelry einzeln zu kaufen. Und das Tuch, das ich daraus stricke, ist das Nuvem. Kennt ihr bestimmt auch. So schaut das aus. Gibt also ein ganz großes Tuch. Also man kann das ja so groß machen, wie man will. Hier habt ihr noch ein Bild da unten, wo man das eigentlich ja die Form etwas besser sieht. Genau. Das hat ja dann rundherum noch so einen Rüschenrand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So, und ansonsten ist es halt alles einfach so geradeaus stricken. Ich stricke das mit eigentlich schon einer dünnen Wolle, aber sie ist etwas dicker als die in der Anleitung. So sieht mein Nuvem bis jetzt aus. Man sieht es halt nicht so gut, weil so viele Maschen sind. Und ich habe sie jetzt auf einer Rundstricknadel. Eigentlich würde man das auf zwei Rundstricknadeln stricken. Ich habe auch so angefangen, aber dann fand ich, als es genug Maschen waren, es ist besser auf einer. Aber irgendwann werden es zu viele Maschen, denke ich. Dann werde ich halt wieder auf zwei wechseln, weil ich habe jetzt schon das längste Seil drin, das ich habe. Macht man die Zunahmen auf beiden Seiten. Dann wird es halt so ein Oval. Hier seht ihr die anderen kleinen Zwerge. Und ich habe jetzt zuerst, also man fängt in der Mitte an und das ist jetzt alles das da ist ein Strang. Und hier ungefähr habe ich dann angefangen, den zweiten Strang dazu zu nehmen. Also habe ich halt immer abgewechselt, eine Runde so, eine Runde mit dem Grau. Und jetzt stricke ich nur mit Grau weiter. Das ist jetzt dieser Strang hier und dann die nächste Farbe, die ich habe, ist dann dieses Grau, etwas dunkler. Und dann habe ich noch ein ganz dunkles Grau. Und wie ihr seht, das ist die Wolle vom Atelier Edelfaden. Halt euch das hier so in die Kamera. Die habe ich am Swiss Yarn Festival gekauft und zwar ist das schauen. Also ich weiß nicht, wie die Qualität heißt, das steht nicht, aber es ist 75% Merino-Wolle, 25% Seide und ist also wahnsinnig weich und angenehm, fühlt sie sich an. Und sie ist recht dünn, also es sind 500 Meter auf 100 Gramm.
ich weiß jetzt noch nicht, ob ich, davon habe ich zwei, ob ich die beide darin verstricken werde, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall am Rand außen möchte ich dann diese dunkelste Farbe und ich werde dann diese beiden Farben auch zusammen so abwechselnd verstricken, wie ich das hier gemacht habe. Da gibt es natürlich dann mehr Streifen als hier, weil da ja noch die verschiedenfarbige Wolle war. Und ja, aber ich glaube, das wird ganz schön und ist ja eigentlich schon ziemlich groß. Man sieht es halt nicht so recht, weil es auf einer Nadel ist. Aber ich freue mich da auf ein großes, weiches und aber doch nicht so dünnes Tuch. Also in der Anleitung wäre die Wolle noch dünner und man strickt dann das da aber mit größeren Nadeln. Dass es so ein ganz, ganz wirklich dünnes, dünner Stoff eigentlich gibt. Und das hier ist etwas fester, aber ich möchte es eben lieber so haben. Das gefällt mir dann besser. Ich sage euch noch die Farben, die das sind. Also das erste, das weiß gesprenkelte, heißt White Chapel oder weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Weiß nicht, ob es scharf wird. Wenn ich es genau vors Gesicht halte. Ja, so irgendwie. Dann die zweite ist das helle Grau. Heißt Gas Gold. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dann das mittlere Grau ist Coal Dust. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und das ist noch Thundercloud, die dunkelste Farbe. Das ist richtig so ein Anthrazit. Ja, also ich habe insgesamt 5 Stränge, aber wahrscheinlich werde ich nicht alle 5 verstricken. Aber 4 auf jeden Fall. Und dann je nachdem sehe ich dann, wie viel Dunkel es außen dann noch gibt, weil es ja dann ganz viele Maschen sind. Und dann, ja, je nachdem nehme ich das zweite dunkle Knäuel noch dazu oder eben nicht. Aber das, ich möchte halt so ein richtig großes, schönes Tuch haben und das wird es daraus ganz bestimmt geben. ja, da habe ich eigentlich viel daran gestrickt in letzter Zeit. Also seit ich das begonnen habe, habe ich fast nur noch daran gestrickt und noch an ganz kleinen Dingen, die ich euch jetzt auch gerade zeige. Zuerst noch eine meiner Lieblingstaschen, also nicht selbst gemacht ausnahmsweise, aber die habe ich mir in Hawaii gekauft vor vielen, vielen Jahren. Und was ich da drin habe, es ist eigentlich meine Sockenstricktasche. Aber jetzt ist es umgekehrt, weil die Socken sind nämlich jetzt da drin. Und ich wollte euch zuerst die Socken zeigen. Jetzt mache ich das doch noch schnell. Also die habt ihr im letzten Video auch schon gesehen. Diese ist jetzt fertig geworden. Die war, glaube ich, fast fertig. Das ist die schöne handgefärbte Sockenwolle von... Ich habe die Banderole nicht hier. Ich glaube, die kleine Wollfabrik. Müsste eigentlich so heißen. Kleine Wollfabrik. Dann habe ich die zweite Socke angefangen. Bin ich jetzt auch noch nicht allzu weit. Hier die süßen Nadelstopper. Von der lieben Susanne. Liebe Grüße. Ups. Und was ich eben da auch gemacht habe, ist so ein ganz kleines Söckchen. Und von denen, das ist jetzt auch aus dieser schönen Wolle und da gibt es natürlich ein bisschen breitere Streifen als bei den großen Socken. Und von diesen kleinen Söckchen hier habe ich eben ganz viele gestrickt. Also ich weiß gar nicht genau, wie viele das sind.
alle möglichen Farben. Das habe ich da immer einen Schlüsselring angenäht, mit dem, als ich den Anfangsfaden quasi mit dem Vernähen des Anfangsfadens habe ich eben da den Schlüsselring angenäht. Blau sind alles Söckchen aus Sockenwollresten und die werden natürlich alle ganz verschieden, teilweise auch aus dem gleichen Knäuel, aber komplett verschieden. Das hier finde ich auch ganz schön. Und es ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja, man weiß nicht, wie es dann rauskommt. Es macht dann auch Spaß beim Stricken. Der hat oben noch so einen grünen Rand. Der ist eigentlich nur blau, aber nicht überall genau gleich. Dann noch ein rosa, lila, rosa, noch ein rosa, pink. Die sind doch richtig, richtig süß. Das gefällt mir auch ganz gut von den Farben. Und das hier, das ist doch auch schön. Das habe ich eben aus dem ganz letzten Rest vom Nuvem, von dem ersten Strang habe ich das hier gestrickt. Das finde ich wahnsinnig süß. Das ist auch ein bisschen kleiner als die anderen, weil es ja eben dünnere Wolle ist. Ja, also, das sind alle, die ich bis jetzt habe. Ich habe aber noch einige Schlüsselringe, also ich könnte noch ein paar stricken. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel ich noch schaffe. Sag euch gerade, für was ich die gestrickt habe. Ich stricke die auf diesen Nadeln, diese dünnen, kurzen Sockenstricknadeln. Das sind Zweiernadeln. Die habe ich dank meiner lieben Schwiegermutter, weil sie mir, sie hat sich mal so ein Nadelset, sind die Zingnadeln von, wahrscheinlich sind das auch Knitpro, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube. Aber sie heißen auf jeden Fall Zing und sie hat sich so ein Nadelset gekauft, wo eben all diese verschiedenen Stärken drin waren und sonst hätte ich gar keine so dünnen Nadeln, das sind also die dünnsten, die ich habe. Und halt Metall, weil so dünne Holznadeln halten wahrscheinlich nicht allzu lange. Ja, also all diese kleinen Söckchen, die habe ich für einen Markt gestrickt. Ich habe schon mal was angetönt, glaube ich, in dem Video, das ich mit Susan zusammen aufgenommen habe. Bei uns in der Straße findet so ein Markt statt. Ich kann euch auch ein vom Flyer das Bild zeigen. Da gibt es dann also auch so ein schönes altes Karussell und es gibt halt Attraktionen für Kinder, die sind alle kostenlos, also so wie Kinderschminken, Merli-Stund, also halt Geschichten erzählen, eben das Karussell, ich weiß nicht genau, ob es noch mehr gibt. Ein Wettbewerb gibt es noch, dann eben verschiedene Marktstände mit irgendwelchen selbstgemachten Sachen. Ich weiß nicht, was es alles hat, aber es sind ein paar Stände, jetzt natürlich kein großer Markt, aber es sind doch einige normal, also richtige Marktstände und eben so einen von denen habe ich da auch. Und dafür habe ich natürlich in den letzten Wochen sehr viel gemacht. Genau. Und darum auch wenig Zeit für anderes. Und es gibt außerdem eine Gastwirtschaft, also man kann essen und trinken. Dann gibt es einen Koffermarkt mit eben Koffermarkt, also halt so kleineren, sind ja keine richtigen Marktstände, aber halt wo man aus dem Koffer einfach seine Sachen verkauft. Da gibt es auch selbstgemachte Sachen oder Flohmarkt-Sachen kann man auch so verkaufen. Bin ich gespannt, wie viele
das dann da mitmachen werden. Das weiß ich jetzt also nicht bis jetzt. Ja, das ist so ungefähr das. Und das findet statt am 22. September von 11 Uhr bis 17 Uhr. Also falls jemand nicht allzu weit weg wohnt und Lust hat, da hinzukommen, wäre das natürlich ganz toll. Also ich bin halt dann die ganze Zeit da. Wir wohnen ja ganz nahe von Stein am Rhein. Also man könnte natürlich Stein am Rhein besuchen. Der Bahnhof von Stein am Rhein ist eigentlich fast näher von uns zu Fuß erreichbar. Ja, ich werde dann die genauen Infos dazu im Blog hinschreiben, aber eben nicht jetzt, da ja mein Laptop nicht hier ist. Aber das werde ich dann halt später machen, vielleicht unter dem nächsten Video. Ja, aber vielleicht, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch schon das Datum reservieren. Und jetzt zeige ich euch, was ich noch so gemacht habe eben für diesen Markt. Also glücklicherweise habe ich noch einige Dinge. Ich habe noch eine ganze Kiste voll mit Sachen, die ich von früher, als ich eben so für mehr, ich ging ja jahrelang immer auf Märkte, aber schon lange, lange nicht mehr. Und ich habe ja dann auch zuerst mit den Märkten aufgehört und dann hatte ich aber noch meinen Online-Shop, wo ich hauptsächlich Babygeschenke gemacht habe, also genäht habe und bestickt habe. Und eben von da habe ich noch einiges übrig an Dingen, die ich quasi fertig eingekauft habe. Ich habe aber auch ganz viele Sachen selber genäht. Aber da sind jetzt Sachen, die ich noch hatte, eben zum Besticken, die ich dann halt auf Wunsch bestickt habe. Und jetzt habe ich halt einige solche Dinge bestickt. Ich habe auch noch andere Sachen genäht. Und das zeige ich euch jetzt einfach so kurz, weil ja, es sind natürlich einige Sachen und ich kann ihr nicht alles genau zeigen. Ewig lange. Also, ich habe mal hier so, also wir sagen denen Nuschis. Ich weiß gar nicht, wie man denen auf Deutsch sagt. Sind halt so Gase, Windel, Tücher eigentlich. Die habe ich, da verschiedene, habe ich mit so schönen Sujet bestickt. So, das ist eine alte Stickdatei, die ich mal selber gemacht habe. Früher eben. Oder dann das süße Bärchen. Dann habe ich passend dazu, also man könnte das natürlich dann zusammen kaufen, aber auch einzeln, habe ich so kleine Lätzchen bestickt. Die hatte ich eben auch alle noch und das ist ja jetzt richtig praktisch, dass ich die vielleicht loswerden kann. So. Aber ich habe auch noch wirklich mehr, also ich könnte noch einige besticken, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel ich dann wirklich noch machen werde, weil ich möchte ja nicht unbedingt nur einen Stand mit so Babysachen haben. Ich möchte auch anderes natürlich da haben. Das finde ich auch ganz süß. Dann habe ich Bodies. So Wickelbodies, die sind ganz praktisch, weil ich die eben dann quasi besticken kann, aber darunter ja dann noch ein Vorderteil quasi ist, dass eben das Gestickte dann nicht direkt auf die Haut kommt, weil das wäre dann ein bisschen unbequem. Dann dieses hier mit dem süßen Elefanten. Also die Stickdateien, woher die sind, kann ich euch leider jetzt nicht sagen, weil eben teilweise sind sie von mir selber erstellt worden. Die kann man natürlich sowieso nicht kaufen. Aber ich habe natürlich auch gekaufte, zum Beispiel eben das hier ist eine gekaufte Stickdatei, aber ich weiß nicht mehr von allen, woher die sind. Ich könnte es, wenn ich den Laptop hätte, könnte ich es nachschauen, aber den habe ich eben jetzt leider nicht.
Dann hier habe ich noch Bodies bedruckt. Habe ich halt die Datei, die Plotter-Datei erstellt und dann bedruckt. Also im Geschäft habe ich das gemacht. Liegt irgendwas vorbei. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Und hier noch ein weißes Body mit diesen Füßchen. Und das hier, das ist was Älteres. Also ich habe eben noch einige Bodies, die ich halt schon habe. Ich habe auch noch so kleine Babyhosen. Ja, ganz süße, die habe ich einfach noch, weil also war mir klar, nähen möchte ich keine so Baby- oder Kindersachen, dazu habe ich keine Lust. Aber so fürs Sticken schon. Und dann habe ich eben dieses süße Pullöverchen. Das ist das einzige, was ich davon noch habe. Ich hatte einige solche früher. Und da habe ich eben diesen Igel drauf gestickt, aber schon lange, der ist auch noch von früher. Und das habe ich dann eben da so gemacht, dass ich das auf Filz gestickt habe. Könnt ihr vielleicht sehen, die weiße Umrandung. Und damit dann quasi innen nur die Naht vom Aufnähen ist und alles Gestickte nicht auf der Haut ist. Aber in einem, also ja, ich habe ja ganz viel immer so aufgeräumt und ausgemistet, jahrelang. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, also Filz brauche ich, glaube ich, nie mehr. Und ich habe allen Filz, den ich hatte, habe ich einfach weggeschmissen. Naja, ist jetzt einfach so. Und ich habe mir gesagt, für das, was ich da alles mache, für diesen Markt, kaufe ich nichts. Also ich mache nur Sachen aus Dingen, die ich schon habe. Genau, aber das wollte ich euch zeigen. Und eben die Stickdatei habe ich selber gemacht. Und früher habe ich schon Igel süß gefunden. Und das war lange, lange vor dieser Igel-Folge. Ja, wer mich schon länger schaut, der weiß, worum es geht. Und ich werde tatsächlich immer wieder auf diese Igel-Folge angesprochen, auch in Kassel einige Male. Echt, ja. Und ja, weil ich hatte ja schon vorher mit den Sachen aufgehört. Genau, ich habe im Frühjahr 2019 habe ich aufgehört mit dem Shop und so, dem ganzen Sabidu, hat halt auch alles Sabidu geheißen. Darum dann halt auch der Name für den Videokanal. Ja, also keine Bestellungen und so weiter mehr gemacht. Das habe ich dann aufgehört. Und ich habe dann erst später, aber auch in 2019, habe ich angefangen mit den Videos zu machen. Aber ich weiß gar nicht mehr genau. Es könnte eigentlich sein, August oder September oder so. Das wären eigentlich jetzt 5 Jahre. Ah, hier ist auch noch die Banderole. Ich habe gewusst, irgendwo ist die Banderole von der Wolle von dieser Jacke. Die habe ich ja am Anfang einfach nicht gefunden. So schaut das aus. Genau, das muss ich jetzt wissen. Ich habe nämlich hier, ich habe so ein hässliches Ringheft. Es ist bald voll und dann kann ich dann auf ein schöneres wechseln. Habe ich auch schon. Habe ich damals angefangen, als ich angefangen habe, Videos zu machen, und da schreibe ich immer auf, von was ich in welchem Video gezeigt habe, weil das macht es für mich dann viel einfacher, wenn zum Beispiel jemand irgendwie fragt, das und das über irgendwas, was ich mal gestrickt habe oder so. Und da kann ich halt einfach nachschauen, wo habe ich das gezeigt, in welchem Video, und da ist natürlich der Podcast Nummer 1 ist da drin. 23. Nein. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, ein Jahr, das ist genau. Das sind ja 5 Jahre, 2019. Aber es ist der 23.09., weil heute ist ja der 23.08. Aber das heißt ja dann, ich weiß so genau, dass heute der 23. ist.
Weil nämlich heute mein Mann Geburtstag hat. Da zeige ich euch nachher auch noch sein Geschenk, was ich ihm gemacht habe. 23.09. genau. Und der Markt ist am 22. Und ich habe ja noch euch gesagt, weil ich jetzt ja 6.000 Abonnenten habe, dass ich dann eine Verlosung machen werde. Aber das wäre ja dann an einem Montag, also vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob das geht dann direkt nach dem Markt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke eben, dass ich da wahrscheinlich einiges übrig haben werde, wo ich vielleicht eben dann verlosen könnte. Und dann wäre es quasi eine Verlosung für 6.000 Abonnenten und 5 Jahre YouTube-Videos. Ha. Das passt ja richtig. Das habe ich zuerst wirklich gemeint, das ist genau heute, aber nein, in einem Monat. Heute in einem Monat. Wahnsinn. So lange gibt es meine Videos schon. Und das ist jetzt die 79. Folge. Genau. Dann, was ich auch genäht habe, sind ganz viele Lavendelsäckchen. Ich zeige euch einfach schnell eines. Ich habe da halt einfach verschiedene mit verschiedenen Stoffen. Es riecht so fein. Habe ich halt so kleine Säckchen genäht und die Bändel dafür habe ich gehäkelt, also einfach eine Luftmaschenkette und die Bändel halt angenäht, dass die da bleiben, aber dann einfach gefüllt und zugebunden. Und so kann man nämlich auch die dann mal den Lavendel mal auswechseln, wenn der mal nicht mehr riechen sollte. Aber im Moment riecht er ganz, ganz extrem. Und ja, ich wurde schon gefragt, genau, von jemandem von euch, wo ich denn den Lavendel gekauft hätte. Und ich habe den online bestellt, aber eben in der Schweiz. Der Lavendel kommt aber aus Frankreich. Und die Webseite, wo ich den gekauft habe, heißt, ich glaube, chefkoch.ch. Aber ehrlich gesagt, nein, nicht Chefkoch. Chef Store, also Chef, so wie man Chef schreibt, CHEF und dann store.ch. Und das ist eben so ein Online, ich weiß nicht, ob es auch ein normaler Laden ist, aber da gibt es alles so Dinge, die man fürs Kochen und so weiter verwenden kann. Und eben der Lavendel ist natürlich auch so, dass man den auch in der Küche verwenden könnte. Und er riecht wirklich wahnsinnig fein. Und ich habe ein Kilo Lavendel gekauft. Das war ein Riesensack voll. Und jetzt, also ich habe alle diese Säckchen genäht. Ich weiß, es sind glaube ich ungefähr 50 oder so. Ich weiß es nicht genau. Dann habe ich noch ein paar, die sind so weit fertig, dass ich nur noch die Bändel annähen muss und dann kann ich sie noch füllen. Und dann habe ich ja noch ungefähr gut 20 in Kassel verschenkt. Ich habe also wahnsinnig viele solche Säckchen genäht, wahrscheinlich fast 100 schlussendlich. Aber ich weiß es nicht ganz genau, wie viel das sind. Aber ja, die wird es auf jeden Fall da geben. Dann habe ich noch ziemlich viel sonst genäht, und zwar diverse Projekttaschen habe ich genäht in verschiedenen Größen mit verschiedenen Stoffen, ganz süßen zum Teil, neueren, also diese hier habe ich noch nicht so lang, kann ich euch auch sagen, der, und ich habe noch andere dann, die sind von meinelieblingsstoffe.de, und das hier ist ein ganz alter Stoff, ewig lange her, den ich noch beim Großhändler eingekauft habe. So habe ich früher Stoff eingekauft. Der hier ist auch von meinen Lieblingsstoffe. Das sind halt die gefallen mir so gut. Das sind diese Akkufaktum oder so etwas heißen die Stoffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, die finde ich sehr schön. Dann dieser hier. Diese Tasche. Bei dieser bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht behalte ich die selber. Also
Eigentlich habe ich ja dann bei allen Taschen immer wieder gedacht, oh, die behalte ich selber. Oh nein, die möchte ich für mich. Aber ich kann die ja nicht alle selber behalten. Das macht nicht so viel Sinn, oder? Aber eben diese Stoffe hier habe ich komplett ausgebraucht, habe ich alles vernäht, auch dieser Stoff. Da habe ich mir schon mal so also eine, die habe ich auch mal im Video gezeigt, so eine Rolle, wo ich alle meine Nadelspiele drin habe. Habe ich eben aus diesem Stoff. Der gefällt mir halt auch so gut und ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich jetzt nichts mehr davon habe. Auch dieser hier, den kennt ihr eventuell auch schon. Da habe ich auch schon eine Tasche genäht und eben der lieben Uschi habe ich den quasi geschenkt, weil sie mir, also diese Tasche, weil sie mir den Colding ja fertig gestrickt hat. Liebe Grüße an dich, falls du das siehst. Und der ist jetzt eben auch komplett aufgebraucht. Gar nichts mehr übrig. Hier ist noch mal so ein Stoff in Blau, auch ganz aufgebraucht. Der hier, das ist ein alter Stoff. Habe ich die ganze Tasche aus dem gleichen Stoff genäht. Dann diese, ach, die gefallen mir auch so gut, auch aus dem alten Stoff, aber eben kleine Täschchen. Also wenn sie jetzt so, da habe ich gerade zwei Stück, weil ich eigentlich auch eins für mich wollte. Die sehen natürlich jetzt so nicht so schön aus. Aber wenn man die dann so von der Größe her, sind sie eben ideal für so kleinere Strickprojekte, also halt Socken oder irgendwie sonst Mützen und so weiter, kleinere Dinge. Und wenn sie dann so gefüllt sind und ja, so finde ich sie halt richtig süß, wie die dann ausschauen. Also schöner halt als nur so flach. Dann habe ich, glaube ich, hier auch noch lila, auch ein alter Stoff, auch in größer noch. Diese Taschen, das sind, glaube ich, alle Projekttaschen. Dann habe ich da noch so mit Reißverschluss halt kleinere Taschen, die man eigentlich auch für ein Projekt, also auch als Projekttasche verwenden kann, aber ich habe zum Beispiel genau diese Größe für mich genäht, wo ich halt alle meine Strickutensilien, die ich immer wieder so brauche, halt Maschenmarkierer, Schere, Maschenstopper, Nadelmaß, was habe ich da noch drin? Alles Mögliche halt. Maßband, irgendwie Schreibzeug. Alles das, so ein Ding habe ich, steht halt bei mir auf dem Sofa. Und da habe ich immer alles gerade griffbereit und muss nicht immer für alles aufstehen. Das hier, oh, das kann ich auch fast nicht weggeben. Eben dieser Stoff, gut. Vielleicht gibt es den ja noch, aber das möchte ich eigentlich jetzt nicht, dass ich jetzt da nochmals Stoff nachkaufe. Dann ein kleineres Täschchen, auch für entweder so kleine Zubehörsachen oder halt für in die Handtasche sind, finde ich diese Größe auch ganz praktisch. Dann diese beiden, auch so kleinere. Und da habe ich halt wirklich so lange genäht, bis das letzte Stückchen von diesen Stoffen aufgebraucht war. Dieses Täschchen finde ich auch ganz süß. Dann habe ich noch zwei solche. Solche habe ich früher ganz oft genäht in dieser Form. Also halt so mit dem Reißverschluss, der da so rund, also auf der Seite noch runter geht, dann kann man es halt richtig weit aufmachen. Die habe ich früher ganz viel genäht. Sind dann halt so schön quasi rechteckig. Und dann noch so eins aus diesem schönen Stoff. Also das ist jetzt alles, was ich so genäht habe in den letzten Wochen. Und wer weiß, vielleicht kommt noch das eine oder andere dazu. Weiß ich aber noch nicht, wie viel Lust ich dazu noch habe. Ach, weil teilweise habe ich dann wirklich genug.
Zeit an der Nähmaschine verbracht. Und ich merke halt schon, es ist nicht mehr das gleiche wie früher. Jetzt mit dem Sticken, das hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich auch einiges gestickt und dann ist schon wieder so, keine Lust mehr zum Sticken. Und so war es beim Nähen. Also, oh, ich musste mich teilweise richtig, richtig überwinden, um noch jetzt nochmals an die Nähmaschine zu sitzen und nochmal was zu nähen. Ja, aber ja, es ist doch einiges zusammengekommen und ich meine, es ist ein kleiner Markt und ich brauche ja nicht, weiß nicht wie viele Dinge. Ich habe eben noch Sachen von früher, die ich natürlich dazu nehmen kann. Auch schöne Dinge sind dabei, aber das zeige ich euch also nicht alles. Das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Ja, und schlussendlich hängt ja gar nichts davon ab für mich. Also es ist jetzt halt einfach so eine einmalige Sache. Sie haben mich halt gefragt, ob ich da mitmachen möchte und irgendwie fand ich das schon toll, dass überhaupt sowas, jemand sowas organisiert bei uns in der Straße und ja, sie machen auch wirklich Werbung dafür. Also ich finde es schon toll. Und ich glaube, wenn ich jetzt, ich habe mir da schon hin und her überlegt, soll ich jetzt das machen oder nicht? Also ausschlaggebend für mich war eigentlich dieser Riesensack Lavendel. Das war nämlich in der gleichen Woche, glaube ich, habe ich den Lavendel bekommen und habe gedacht, oh, wie viel Lavendel ist denn das? Wie viele Säckchen gibt das wohl? Aber ich habe sie jetzt alles aufgebraucht. Dann habe ich gedacht, ja, ich nehme mal all die Säckchen, die ich für Kassel brauche. Und dann habe ich gesehen, ja nein, das gibt ja noch wahrscheinlich noch dreimal so viele, wie ich da gemacht habe. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich sag zu. Weil eigentlich ja eben habe ich ja gar nicht so viel Zeit. Und dafür sind halt die Strickprojekte doch recht liegen geblieben. Ist ja eigentlich klar. Man kann einfach nicht alles. Aber ich merke dann schon, ich will jetzt einfach nur stricken und zwar gut, diese Söckchen haben mir schon viel Spaß gemacht zu stricken, aber ich möchte jetzt nicht ewig nur solche Söckchen stricken, ich will wieder was Richtiges stricken. Ja, und ich meine, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, zum irgendwas noch zu machen, dann ist es halt das, was ich habe und das ist, also fühlt auf jeden Fall einen Stand. Ich habe das mal alles ausgelegt auf unserem großen Esstisch und also sieht nicht nach wenig aus. Ja, ich bin dann gespannt, wie das Ganze dann ist und was noch ganz wichtig ist, wenn es wirklich schlechtes Wetter ist, dann findet das gar nicht statt. Oh, das wäre natürlich schon sehr, sehr schade. Aber ich habe mir gedacht, falls sowas ist, also die ganzen Projekttaschen und so, werde ich eben sonst ein Teil verschenken oder also halt verlosen. Oder ich werde dann vielleicht noch was in meinem Blog einstellen, dass man dann kaufen könnte. Einen Shop habe ich natürlich nicht mehr und sowas würde ich gar nicht mehr anfangen. Und auch wenn ich jetzt so viel hier genäht habe, ich werde keine Sachen auf Bestellung nähen, das mache ich nicht. Das fange ich auch nicht mehr an, ganz bestimmt nicht. Weil sobald ich dann was sowas nähen muss, dann habe ich gar keine Lust mehr dazu, das zu machen. Ja, es ist halt so eine einmalige Sache und das wird auch nur einmal stattfinden, nicht dann nachher jedes Jahr. Also davon hätte ich gar nichts gehört und für mich würde es jetzt auch nicht in Frage kommen, dann da immer mitzumachen. Es ist wirklich jetzt so eine einmalige Sache für mich, die jetzt Spaß macht, aber dann ist auch wieder gut, wenn das alles vorbei ist. Dann habe ich jetzt noch etwas, das ich euch zeigen kann, weil eben ja mein Mann heute Geburtstag hat. Und mein Mann ist ja, seit er in der 5. Klasse war, ist er AC/DC-Fan. Und er hat ja keine Ahnung, wie viele T-Shirts. Also einfach sehr, 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 sehr viele T-Shirts. Band-Shirts, halt von Konzerten und so, diverse, also XX Harley-T-Shirts und dann auch noch ganz viele andere T-Shirts und eigentlich immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder so, kauft er sich halt mindestens ein T-Shirt und
Ja, einfach wirklich sehr, sehr viele. Die meisten sind schwarz. Und die haben ja dann alle so Aufdrucke und so. Und wir waren jetzt, und eben ein AC/DC-T-Shirt hat er tatsächlich nicht, obwohl er so ewig lange schon AC/DC-Fan ist. Dann waren wir jetzt im Juni waren wir am AC/DC-Konzert in München. Das war ganz, ganz cool. Wir sind nach München gefahren, weil in Zürich war es sowieso aussichtslos, ein Ticket zu bekommen. In München war es auch schwierig, aber da hat es dann doch noch geklappt. Und wir haben es dann halt verbunden. Wir sind da mit dem Campervan hingefahren und vorher waren wir noch ein paar Tage mit Freunden. Liebe Grüße, falls du das siehst. Es war sehr schön. Waren wir da noch in den Bergen und ja, einfach, es waren halt dann, wir haben es halt so ausgedehnt auf ein paar Tage und nach Zürich wären wir ja dann nur ans Konzert gefahren. Ja, und dann gab es da natürlich auch T-Shirts und so weiter zu kaufen und er wollte sich ja eigentlich schon eins kaufen. Dann sind wir da gestanden und haben gesehen, all die T-Shirts angeschaut, genau. Als die aufgebaut haben, weil wir ja recht früh da waren. Und dann waren die Preise noch nicht dran. Und nachher später dann waren die Preise dran, als halt der Stand offen war. Und dann hat ein T-Shirt 50 Euro gekostet. Naja, da fand er dann, also ich fand dann, ja, es ist schon happig. Die können ja verlangen, was sie wollen, die Leute zahlen es einfach. Aber ich glaube, viele zahlen es eben dann auch nicht. Irgendwo ist ja mal fertig. Schon die Konzerttickets sind ja unheimlich teuer jetzt im Vergleich zu anderen Konzerten. Und aber es ist halt, es ist einfach eine Liga für sich, so ein Konzert. Aber eben, er hat sich keines gekauft, er hat gesagt, nein, also das ist mir jetzt echt zu viel. 40, okay, wäre auch viel, aber das würde ich noch zahlen. Aber 50, nein, kaufe ich halt keins. Also hat er immer noch kein AC/DC-T-Shirt. Und ich habe jetzt ihm eins gemacht. Weil ich ja im Geschäft so, also wo ich arbeite, halt machen wir ja das. Also jetzt nicht AC/DC-T-Shirts, aber halt Textildruck, das mache ich ganz viel da. Und jetzt habe ich ihm eben selber ein AC/DC-T-Shirt gemacht und es sieht doch ganz wie echt aus. Dann hinten habe ich es auch noch in klein da oben aufgedruckt. Ja, und das kriegt er jetzt eben heute und ich bin gespannt. Also er denkt vielleicht schon, weil ich glaube, ich da noch gesagt habe, so eins kann ich dir ja auch selber machen. Ist jetzt halt nicht original, aber Original Sabidu. Ja, ich bin gespannt. Und natürlich ist ein anderer Druck. Das ist jetzt einfach Foliendruck und da wäre es natürlich Siebdruck. Aber Siebdruck können wir nicht machen. Wir haben verschiedene Drucktechniken, aber kein Siebdruck. Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, weil ich diverse Unterbrechungen hatte, wie lange das Video jetzt geworden ist, aber ich glaube recht lange. Aber es ist ja auch schon lange her seit dem letzten Video. Und ich habe noch was ich euch jetzt hinten anhänge. Und das, ich habe mal kürzlich, als wir abends, wir haben so ein ganz kleines Boot auf dem Rhein. Wir wohnen ja gerade am Rhein und da fahren wir dann in den See hinauf. Oberhalb Stein am Rhein ist dann der See. Der Untersee, der zum Bodensee gehört. Und dann fahren wir meistens da rauf und baden da und so. Also bleiben halt eine Weile da. Und dann fahren wir wieder runter. Und das machen wir öfters mal am Abend. Vor allem, wenn es wirklich heiß ist im Sommer, ist das sehr angenehm. Und da sind wir da runtergefahren und halt so schön mit Sonnenuntergang. So, das ist dann immer wirklich wahnsinnig schön. Und dann habe ich halt versucht, ein bisschen so kleine Filmchen davon zu machen. Und ich habe dann vorher mal probiert, habe das noch gar nicht gemacht, irgendwie Musik da dazu unterlegt mit Musik. Und
Ja, das werde ich euch jetzt da anhängen. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie so hin, weil es halt mehrere Filmchen sind. Und ja, aber ich glaube irgendwie schon. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt da die Runterfahrt an Stein am Rhein vorbei, könnt ihr so quasi genießen. Und sonst schaltet ihr halt einfach ab. Ja, also es dauert jetzt ganz bestimmt nicht mehr so lange bis zum nächsten Video. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss zusammen! Thank you.